Wow, was war das? Zum ersten Bild eines schwarzen Loches gibt es noch eine Menge mehr zu erzählen und hier gibt es Hammer-Animationen, die sich mit der Entdeckung beschäftigen. Bis gestern haben wir immer nur spekuliert, wie ein schwarzes Loch wohl aussehen würde und gestern haben wir es zum ersten Mal gesehen. Zwar noch extrem unscharf, aber die Vorhersagen trafen zu. Jetzt also mehr spektakuläre Bilder und Animationen. Klick zum Science Fiction, hier gibt es täglich spannende Science-Videos. Abonniert den Kanal, nur dann verpasst ihr nicht. Los geht's. Herzlich willkommen. Wie konnte dieses Bild nur entstehen? Das ist wirklich eine irre Sensation, denn dafür wurde die Technik der Very Large Baseline Interferometry genutzt, auf Deutsch Interferometrie mit sehr langen Basislinien. Mit diesen Linien sind die Abstände zwischen verschiedenen Radioteleskopen gemeint. Schon in den 50er Jahren wurde die Technik unter der Beteiligung von Roger Jennison entwickelt. Er entwickelte eine Technik, mit der die Aufnahmen der Teleskope über Atomuhren synchronisiert werden. Und dabei entstehen tatsächlich virtuelle Teleskope, die fast so groß wie unsere Erde sind. Das liegt an verschiedenen Phänomenen. Zum einen drehen sich alle Teleskope mit der Erddrehung. Das heißt, dass sie jeweils aus einer anderen Perspektive auf das Objekt schauen. Dadurch decken sie einen erheblichen Teil der Erdkugel ab. Und das Bild, das dabei entsteht, oder die immer größere Datenmenge, ermöglicht ein immer schärferes Bild. Zum anderen blicken die Teleskope zu jedem Zeitpunkt aus einem anderen Winkel auf das Objekt. Das heißt, dass durch die verschiedenen Perspektiven auch eine riesige Anzahl an Störungen herausgerechnet werden können. Und zum anderen haben sie auch untereinander verschiedene Winkel. Gäbe es diese Technik nicht, wäre ein so scharfes Bild von Messier 87 bei weitem nicht möglich gewesen. Das Weltraumteleskop Hubble hatte uns bisher die beeindruckendste Aufnahme des riesigen schwarzen Lochs geliefert. Auf ihm war ein Jet aus dem schwarzen Loch zu sehen, der fast in unsere Richtung zeigt. Jets entstehen ja aus dem Material der Akkretionsscheibe und werden durch verschiedene Effekte rund um das Loch senkrecht zur Drehachse des Lochs tausende Lichtjahre ins All geschossen. Und diese Akkretionsscheibe, das ist ja die Scheibe, die sich in diesem Fall mit 3,6 Millionen Kilometern pro Stunde um das schwarze Loch dreht, in der sich Materie durch die hohe Geschwindigkeit aufheizt, bevor sie im Loch verschwindet. Damit war klar, dass wir, wenn wir auf das schwarze Loch gucken, von oben auf es sehen, denn die Akkretionsscheibe dreht sich von uns aus gesehen um das schwarze Loch herum. Es ist so, als würden wir den Saturn von oben sehen und die Ringe drumherum. Denn hätten wir eine andere Perspektive, würde das schwarze Loch diese Akkretionsscheibe oder das Licht von ihr so warpen, dass es aus den verschiedenen Perspektiven schon ziemlich seltsam aussehen würde. Unglaublich, was das schwarze Loch hier mit der Akkretionsscheibe macht. Und hier wird auch deutlich, was wir sehen, nämlich nicht das schwarze Loch selbst, sondern seinen Schatten. Der Ereignishorizont ist nämlich bei diesem 6,5 Milliarden Sonnenmassen schweren, supermassiven schwarzen Loch 100 Milliarden Kilometer groß, zehnmal so groß wie unser Sonnensystem. Der Schatten, den wir in der Mitte sehen, der ist aber nur noch 40 Milliarden Kilometer groß, also etwa viermal so groß wie unser Sonnensystem. Wir sehen damit hier direkt die relativistischen Auswirkungen eines schwarzen Loches, das Zeit und Raum in atemberaubender Weise krümmt. Materie, die sich dem Ereignishorizont nähert, wird aus unserer Sicht immer langsamer. Solche Effekte kennen wir hier auf der Erde zum Beispiel von Myonen, die fast mit Lichtgeschwindigkeit auf die Erde zureisen. Deshalb wirkt die Zeitdilatation auf sie. Durch diesen relativistischen Effekt erreichen sie trotz ihrer kurzen Überlebensdauer von nur 2,2 Mikrosekunden die Erdoberfläche und Pyramiden können zum Beispiel durchleuchtet werden. Aus unserer Sicht haben sie rund zehnmal mehr Zeit, bis sie zerfallen. Wow, das ist schon verrückt und um das schwarze Loch ist alles noch mal deutlich verrückter, was wir am Warp der Akkretionsscheibe ja ganz gut sehen. Und auch die Helligkeitsunterschiede in der Akkretionsscheibe sind mit einem solchen Effekt zu erklären. Da, wo sie sich in unsere Richtung dreht, ist sie heller, wo sie sich wegdreht, dunkler. Auf der Seite nämlich, wo sich die Akkretionsscheibe in unsere Richtung dreht, schießt sie ja auf uns zu, also auch die Lichtphotonen und deshalb schießt sie deutlich mehr Photonen in unsere Richtung, weil hier einfach eben pro Zeiteinheit mehr Photonen zu uns geschossen werden. In der anderen Richtung, wenn sie sich von uns wegdreht, werden weniger Photonen zu uns geschossen. Das entfernt sich ja, das Licht, die Lichtquelle. Das ist schon alles ziemlich verrückt und wir werden sicher noch viel, viel mehr zu dieser Entdeckung in den nächsten Wochen und Monaten erfahren. Sehr intensiv hat sich auch Dr. Watson mit dem Thema beschäftigt und beschreibt nochmal sehr, sehr gut, wie die Technik hinter dem Bild aussieht. Schaut also unbedingt bei ihm vorbei. Wie fotografiert man ein schwarzes Loch? Draufklicken, anschauen und Dr. Watson unbedingt abonnieren. Es lohnt sich. Bis dann. Bleibt dran.